meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im Adventskalender und im ersten Türchen heute am 1. Dezember. Heute möchte ich euch zwei Bücher vorstellen, zwei Jahreshighlights in diesem Jahr und beide sind von David Michi bzw. Michi, je nachdem wie man ihn ausspricht. Zum einen ist es die drei magischen Worte und zum anderen ist es die Katze des Dalai Lama und die vier Geheimnisse des Glücks. Beide Bücher in diesem Jahr gelesen und ich bin ein großer Fan von David Michi. Ich mag seine Idee, wie er an die buddhistische Philosophie rüberbringt, dass er uns das durch die Augen einer Katze erleben lässt, die, was zumindest das Buch hier angeht, beim Dalai Lama lebt, im Palast unterwegs ist und ja, mit ihren Augen das Leben des Dalai Lama präsentiert, auch ihr Leben, natürlich auch die Menschen drumherum, die wir bereits aus drei anderen Bänden kennen. Das ist der vierte Teil der Katze des Dalai Lama Reihe. Eine wunderschöne Reihe, die mich immer zu Herzen rührt, die mir immer Impulse gibt zum darüber nachdenken, die immer voller Mitgefühl ist, voller Dankbarkeit, voller Achtsamkeit und die einfach unglaublichen Spaß macht. Alleine diese Attitüde einer Katze, wie man sich vielleicht als Katzenbesitzer genau vorstellen kann, wie hier die Katze des Dalai Lama, die Schneelöwin, wie sie auch genannt wird, umherstreunert und ihren Blick auf uns Menschen richtet. Zudem erleben wir eben die Gespräche, die der Dalai Lama mit Berühmtheiten hat, mit Gästen hat, mit bekannten Menschen hat, natürlich auch, wie er in seinem Umfeld agiert. Und das ist so authentisch und so nah. Und weil wir das eben auch einfach durch die Augen der Katze erfahren, sind wir einfach mit dabei. Und es ist eine wunderbare Reihe mit einem tollen vierten Band, den ich wirklich absolut empfehlen kann. Und ich auch wirklich hier die vier Geheimnisse des Glücks ganz, ganz toll fand. Bei dem Buch, was Anfang des Jahres herauskam, die drei magischen Worte, ist es so, dass wir hier buddhistische Erzählungen haben in Märchenform. Denn bei die drei magischen Worte geht es einfach um es war einmal und wie eben diese Märchen erzählt werden. Und hier haben wir auch wieder die Katze des Dalai Lama, die uns eben ihre Märchen erzählt, beziehungsweise die Geschichten, die sie eben kennt, die ihr jemand erzählt hat. Und sie hat da auch ein wunderbares Vorwort mit drin, wie sie auf diese Ideen kam, wie sie auf die Geschichte kam. Und ja, man merkt einfach in den Büchern von David Michi, wie er dabei ist, wie er selbst diese Philosophie lebt, wie lebendig er sie auch macht und wie sie ihn macht. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass er das so auf sympathische Art macht, auf lockere, flüssige, sprachlich sehr einfachen Wert legt, dass das jeder wirklich versteht und er eben überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger oder von oben herab irgendwie mit seinen Lesern spricht, sondern uns abholt, uns mitnimmt, uns diese Philosophien so nahe bringt. Und ich finde das richtig toll. Selbst ich, die sich schon lange Jahre damit beschäftigt und glaubt, viel zu wissen, weiß natürlich nicht alles zum Buddhismus, aber ich nehme so viel mit, so viel Kraft, so viel positive Gedanken, so eine Stärkung. Ich bin großer Fan der Bücher und war so happy, als eben dann auch Ende des Jahres das vierte Buch der Katze des Dalai Lama Buches angekommen ist. Ich empfehle, die drei vorherigen auf jeden Fall gelesen zu haben. Man kann es, glaube ich, auch frei lesen. Ich glaube nicht, dass man da Probleme hat, sollten einen die anderen Bücher vielleicht nicht so interessieren. Aber ich kann euch wirklich die Katze des Dalai Lama Reihe absolut empfehlen, auch mit dem vierten Band. Und man sieht hier die wunderbare Schneelöwin, die Katze seiner Heiligkeit. Und auch hier unten ist sie natürlich mit drauf. Und man sieht hier, ist auch wunderbar einiges markiert worden. Bücher, die im Lotus Verlag erschienen sind, mir auch zur Verfügung gestellt wurden und über die ich mich so freue, dass ich sie habe. Und wer sagt, ich habe mich noch gar nicht mit dem Buddhismus beschäftigt, auch dem würde ich diese Bücher absolut empfehlen. Denn es ist ein Einstieg, es ist ein Gedankengut, was fortgeführt wird. Es ist diese Philosophie, die dahinter steht. Es ist nicht striktes irgendwas lernen, auswendig können oder was auch immer, sondern es ist eben ein Leben durch Machen. Nein, ein Lernen durch Leben und durch Machen, eben wenn es zum Beispiel um Mitgefühl geht, wie man das mitgibt, wie man Glück im Alltag findet, wie man mit Situationen des Lebens umgeht und eben immer diesen achtsamen Blick auf die Welt hat und auf die Menschen hat. Und das, finde ich, passiert hier einfach richtig, richtig toll. Großartige zwei Bücher, die mir in diesem Jahr unglaublich gut gefallen haben und besonders einfach die Katze des Dalai Lamas ist für mich eine absolute Herzensreihe, die mich immer wieder fesselt, immer wieder begeistert und definitiv auch einen Reread irgendwann
fällig ist. Aber ich bin natürlich happy, dass ich jetzt mit dem vierten Teil wieder da einsteigen konnte, die Katze wieder näher kennengelernt habe. Und ich kann so viel sagen, dass mich ja das Ende hiervon wirklich auch zu Tränen gerührt hat, weil es so schön war, mir so viel Kraft gegeben hat in einer Zeit, die ja für mich auch nicht ganz so einfach war. Und umso schöner ist es jetzt, dass ich mit einem Lächeln und einem Highlight sozusagen hier sitze und sage, das gibt mir so, so viel. Und ich freue mich einfach, dass es diese Bücher in diesem Jahr gegeben hat und dass ich sie lesen konnte und sie euch jetzt sozusagen auch in den Highlights empfehlen kann. Und das war jetzt das erste Kalendertürchen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.